Kunststoff am Rennauto? Natürlich, Carbon steht für Leichtbau und Steifigkeit, essentiell am Boliden. Hier allerdings keine Kohlefaser. Alternative Werkstoffe auf Naturfaserbasis, vergleichbar leicht, vergleichbar stabil, aber deutlich günstiger. Wir haben hier beispielsweise Polyamid eingesetzt, um eben auch die Widerstandsfähigkeit, die Steifigkeit dieses Materials in so einem Hochleistungsfahrzeug gerade im Vergleich zu Carbon zu zeigen, um eben auch zu zeigen, ein gleiches Leistungsprofil ist machbar bei deutlich geringeren Kosten. Und hier ein Flugzeugsitz. Die Form futuristisch, die Machart revolutionär. 3D-Druck zeigt bei diesem Prototyp, dass in kleinen Stückzahlen total individuell gearbeitet werden kann, ohne Kostenexplosion. Das Hightech-Polymer erfüllt die strengen Anforderungen der Luftfahrtindustrie. Ganz gutes Beispiel, letzte A350 Intro hat über 1000 Bauteilen gedruckt aus dieser ULTEM 1985 Filament. Kunststoff, ein weites Feld zum Fantasieren. Selbst Leiterbahnen lassen sich dank des Werkstoffs so flexibel gestalten, dass Kleidung leicht mit LED versehen werden kann. Schicke Spielerei. Yes, guck mal, schau, wovon die Ingenieure von morgen vielleicht schon heute träumen. Bei deutschen Meisterschaften, UEFA-Dateien. Ja, das war und ist immer noch Winfried.